The Beta Aquilae installation is under attack. The Lucifer has been sighted in the area. Protect it at all costs. Additional orders will be given to you on site. Wie bitte? Wie bitte? The Beta Aquilae installation is under attack. Ja, du brauchst mir noch nicht mal vorlesen, bloß nicht noch mal vorlesen, bloß weil ich wie bitte sage. Leute. Eine Raumstation wird von der Lucifer angegriffen. Was bitte soll ich tun? Oh. Wie bitte? Die hat noch 1%, richtig? Was soll ich machen? Die Lucifer ist 7 Kilometer weg. Ich kann jetzt pro forma hinfliegen, ja. Fürs Gewissen. Ja, da kommen die nächsten Strahlen. Das war's. Primary Objective failed. Geil. Hoffentlich kommt die Escape Pod hier noch weg, die da ist. Okay. Na, nicht auf mich bitte. Du, warte mal, hier gibt's noch Kommunikation. Das ist ein Faustuskreuzer. Was jetzt? Ah gut, die Lucifer haut wieder ab. Das finde ich wenigstens schon mal sympathisch. So, was habe ich überhaupt für Waffen dabei? Prometheus, Avenger und Phoenix 5 Raketen. Ah, Phoenix 5 waren die Anti-Bomber-Dinger, wa? Oh, ich hasse Dragonjäger, ich hasse sie einfach. Ich will auch nicht mit so einem Ding fliegen, weil da funktioniert der Supraumantrieb nicht, wie wir schon mal gemerkt haben. Zumindest nicht, wenn die nur modifiziert werden. Leute! Bin ich denn zu blöd heute hier, oder was? Leute, was soll ich denn machen? Ja, warte, jetzt lasse ich mich zurückfallen. Und dann kriegt er die Phönix in den Hintern, aber sowas von. Das Problem ist... Ja. Sehr gut. Ah. Einfach mal schnell draufprügeln und dann war's das. Vor allem, was da einfach mal an Lasern rumfliegt. Die kriegen das auch nicht hin. Jetzt haben sie ihn getroffen. Sehr gut. So, die nächsten. Hm, was ist das eigentlich noch? Ach, die Hope ist da. Das ist ja cool. Hat das jemand gesagt? Okay, das war schöne Verschwendung. So. Entschuldigung, ich war jetzt gerade überhaupt nicht gesprächig, weil ich mich ja jetzt hier gerade... Es war jetzt gerade so eine Mischung zwischen Konzentration und Wut. Ist das, ein Escape-Pod? Ja. 20 Sekunden. Warum fliegen die so weit? Ganz im Ernst, die müssen doch eigentlich bloß in den Supraumer springen, oder? Ah. Unnötig. Feuer. Gar nicht funktioniert hier. Unfassbar. Dann fliegen die an dir vorbei, dann musst du die Heckschilde nochmal extra kaputt machen, weil du vorher die Frontschilde beschossen hast. So, na wartet. Ich weiß, dass jemand hinter mir ist, verdammt. Schießen doch einfach ab, statt mich vorzuwarnen. Da nutzt du deine Energie wenigstens sinnvoll. Gibt's ja nicht hier. So. Was muss ich jetzt machen? Escape 4? Hm. No orders. Müssen die jetzt nicht langsam mal springen? Hallo? Komm, ab in Supraum mit euch. Du auch? Wo fliegen die hin? Hm. Da kommen noch Gegner. Was? 7 Kilometer weg? Oh nein, die greifen jetzt diesen Faustuskreuzer hier an. The Shivans appear to be going after the Aquilae Communication Station. That station is
critical for communication in this sector. Protect the communication station until we can take position to defend it ourselves. Auf die Idee hätten sie ja schon mal eher kommen können, dass sie mal diese Kommunikationsstation beschützen müssen. Was ich mich allerdings frage, dass die Lucifer hier war und aber sofort gesprungen ist, nachdem sie die Installation kaputt hatte. Das wundert mich ein bisschen. Weil die Shyvaner müssen doch gewusst haben, dass wir hier noch Verstärkung reinschicken. Zum Beispiel die Hope. Warte, ich muss ja erstmal ganz schnell irgendwie ausweichen. Ah, Hilfe! Leute! Das gibt es einfach nicht! Meine Schilde! Ich brauche Schilde! Weg, 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 weg! Täuschkörper? Secondary Objective complete. Ah, complete. Ich dachte gerade failed. Ich dachte, es war jetzt schon wieder... Ich fühle mich gerade mehr wie failed, weil das hier irgendwie gerade... Meine Schilde sind komplett im Arsch und ich habe nur noch 24%. Oh, scheiße, ich habe nur noch 5 Täuschkörper. Ab dann wird's blöd. Leute, helft mir! C, 3, 8, cover me. Nein! Scheiße, hätte ich mal lieber geschossen. Na, das... Ich weiß nicht, wie viele Gegner waren denn das? So, ich flieg schon mal in Richtung Lucifer, das wissen wir ja jetzt mittlerweile. Nein, aber um darauf nochmal zurückzukommen, ich frage mich echt, warum die Lucifer dann wieder springt, weil die Shyvaner müssen doch wissen, dass wir mit Verstärkung kommen, um diese Station zu schützen. Und dann könnten sie die Verstärkung dann gleich mit zerreiben. Außerdem, wenn hier noch dieses Kommunikationsschiff hier drüben drin ist, dann hätten sie da ja auch mal theoretisch noch irgendwas. Das ist komisch. Keine Ahnung. So, eigentlich müsste Lucifer gleich springen. Ja, jetzt. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Dragonjäger hasse? Umso mehr Freude bereitet es mir, die Dinger abzuschießen. Das Problem ist, man schafft es oft nicht, weil die einfach viel zu wendig sind. Ekelhaft, die Dinger. Ich weiß, dass Hannes genauso eine Abneigung gegen Dragonjäger hat. Unglaublich. So. Ja! So, na warte. Oh. Aber vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Das ist unfassbar. Ich raste gleich aus hier. Mann. Oh. Jetzt fängst du an, mit dem Valkyrie zu kurbeln. So schnell sind die Dinger. Das Problem ist, die Phoenix 5 brauche ich nicht loszuschicken. Das sind Antibomberraketen. Das sind die viel zu wendig für. Ich nehme mal nur die Prometheus rein. Habe ich hier eine etwas höhere Feuerrate? Kriege erstmal nur den höheren Waffenschaden. Ja, sehr gut. Weil das Problem ist, so wendig wie die Viecher sind, du brauchst die hohe Feuerrate. Ansonsten sind die weggeflogen, bevor die Laser eingeschlagen sind. Es wäre zu schön gewesen, wenn das mal geklappt hätte. Aber ich war so lange mit diesem einen blöden Jäger beschäftigt, dass ich da... keine Möglichkeit hat er bei den anderen noch mit einzugreifen. So, wie weit sind sie denn noch weg? 1,5 Kilometer, oh Gott. Hey! Bin ich ja genau an der richtigen Stelle gerade gewesen. So, warte mal, ich glaube, ich nehme jetzt wirklich mal nur die Prometheus. Finde ich irgendwie gerade, ich weiß zwar nicht genau, in welchem Verhältnis das steht, aber wenn ich weiß, dass die Prometheus stärker sind als die Avengers, dann kann ich ja die Avengers rausnehmen und dafür die Feuerrate meiner Prometheus erhöhen. Ich bilde mir ein, dass das gut ist.
Sagen wir mal so, solange mir jetzt dadurch kein Nachteil entsteht, werde ich das drin lassen. So, na. Die knabbern ganz schön mein Schild an, aber dafür werden sie jetzt sterben. Sehr schön. So, wo sind sie hier vorne? So, wir sind gespannt. Ich passe mal meine Geschwindigkeit an. Ist meine Schild mittlerweile aufgeladen? Ja. Dann kann ich die Geschwindigkeit schon mal wieder hochschrauben. Oder den Antrieb hochschrauben, damit auch die Maximalgeschwindigkeit. Ja, da sind sie schon, die 7 Kilometer entfernten. So, ich glaube, das ging diesmal ein bisschen schneller als das letzte Mal. That station is critical for communication in this sector. Protect the communication station until we can take position to defend it ourselves. So, aufpassen, dass ich hier nicht von den Flügeln erschlagen werde. So. Gibt's Bomber? Nein. Das ist schon mal sympathisch. Der ist näher dran. Klar ist da ein Bomber. Dann funktioniert die Zielkontrolle hier noch anders. Der Free Space. Ah, scheiße. Ich hab's wieder geschafft. Na, mein Radar ist kaputt. Oh nein. Versorgungsschiff. Was? Targeting ist disabled, weil ich keine Sensoren habe? Oh nein. Ich weiß auch nicht, wo das Versorgungsschiff ist. Ich muss sie erstmal anhalten. Oh nein. Meine Sensoren sind kaputt. Ich muss jetzt hier irgendwie Pi mal Daumen schießen. Scheiße. Hey, cool. So, jetzt muss ich anhalten, damit der andocken kann. Nicht, weil mein Radar funktioniert, das gibt's ja wohl nicht. Komm schon. Ja, ist mir egal. Hauptsache, ich habe wieder so viel Sensoren, dass ich anvisieren kann. Der Rest ist mir sowas von egal. So. Jetzt erstmal Schilder hochschrauben. Nein! Scheiße! Ah, ich habe das Gefühl, dass die Mission verloren ist. Oh, bin ich ja schon mal begeistert hier. There was nothing you could do to preserve the Aquilae. There was too little time and the Lucifer is too powerful. Fortunately, you were able to save some of the escape pods. The survivors thank you and look forward to the chance to avenge the destruction of the Aquilae. So, was steht jetzt hier? You can't save the installation, but you can save the communications terminal. Try your hardest to kill the bombers before they can launch missiles, that is. Don't be afraid to switch targets, even if you haven't finished off one of the bombers. Just don't let them get a beat on the comm station. Beat? Keine Ahnung. Ha, will er natürlich nicht. Replay Mission. In der Mission ist der Wurm drin wieder. Das ist, fällt mir überhaupt nicht. Na, ich nehme mal wieder beide Laser rein. Das ist echt demotivierend gerade. Vor allem, woran ist es letztendlich gescheitert? Weil meine Sensoren kaputt waren. Soll da sonst was kaputt sein, aber nicht meine Sensoren. Das ist scheiße hier. Na, wartet. Ich nehme mal doch bloß die Prometheus. So. Dann werde ich den Dragons jetzt mal zeigen, was eine Hake ist. So, ich versuche es mal mit einer Rakete. Ja, der fliegt natürlich schräg. So. Ja, einer weniger. Dann Nummer 2. Das ist sowas, weißt du? Da kannst du überhaupt nichts dafür. Aber wenn in dem Moment der Kollision deine Schilde schon ein bisschen kaputt sind, dann kannst du Pech haben und einfach mal komplett deine Sensoren verlieren. Und dann stehst du da. Leute, jetzt reicht's. Jetzt fliege ich ran und...
Habt ihr gesehen, wie schnell die sind? Oh, das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Diese Drecksdinger. Nee, nicht mal unbedingt die Schnelligkeit, sondern die Wendigkeit. Wie schnell die einfach mal Haken schlagen können. Das ist unmöglich. So, naja, das war so klar. Ich werde nie wieder eine Phoenix 5 auf den Dragon schießen. Zumindest nicht mit Absicht. Nee, der ist ganz schön weit weg. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal das Ziel wechsle, weil, wie gesagt, in dem hier ist gerade der Wurm drin, aber... Ah! Gut, man muss einfach eine kurze Feuerpause machen. Und dann nochmal neu. So, jetzt muss ich mich schnell um diese Basilisken kümmern, bevor die hier wieder die Fluchtkapseln zerstören können. Escape 3 destroyed. Ah. Ja, den erwischt es immer am Anfang irgendwie. So. Oh, die Dragons sind so nervig, echt. Das Problem nachher, wenn diese Kommunikationsbasis angegriffen wird, ist, dass ich wieder vorfliege und die anderen hinter mir sitzen. Und damit kriege ich sofort den ganzen Hass auf mich gezogen, wenn ich, wenn die reinkommen. Also wenn ich dann da bin und so. Oh, das wäre zu schön gewesen. So, jetzt zu euch. Hier kann ich jetzt wieder abstauben, na, fast. Der muss ja unbedingt jetzt hier im Kreis fliegen. Das ist schön, manche fliegen dann wirklich in der Formation weiter und du brauchst bloß von rechts nach links da einmal die Reihe durchzuschießen. So. Na, komm schon. Und du auch. So. Ich fliege schon mal zur Station hier. Mittlerweile kenne ich die Mission ja. Ich habe schon mal so einen Hals. Wenn das jetzt nicht klappt, glaube ich, dann fliegt hier irgendwas gegen die Wand. Aber was ich vorhin sagen wollte, ich glaube, die haben diese Bombenzielkontrolle umgeschrieben. Bei in Free Space 2 kann man damit nämlich, visiert man zuerst Bomben an und wenn es keine Bomben gibt, visiert man auch Bomber an. Und hier visiert man damit aber nur Bomben an und keine Bomber. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das irgendwann geändert haben. Oh, war ja das ein Schwarmraketen. So, sehr schön. 3 Stück auf einen Täuschkörper. Ah, scheiße, jetzt kriege ich wieder den Hass. Geht nicht. Ich kann bloß regelmäßig meine Schilde verteilen. So, ich brauche mehr Schilder. Und wer greift mich an? Es gibt glücklicherweise eine Zielkontrolle für Schiffe, die einen angreifen. Aber wenn das mehrere sind, dann hilft einem das auch nicht viel. So. So, mal gucken, ob die Phoenix... Na, natürlich nicht. Aber diesmal ist es ein Scorpion. So, ich glaube, meine Schilde sind wieder voll. Secondary Objective complete. Ich muss erstmal schnell ein paar Bomber kaputt machen, glaube ich, bevor es mir die Station zerreißt. So, komm schon, mach schon, mach schon, mach schon. Ah, meine Schilde! Ich brauche mehr. Ja, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah. Ah. Jetzt reicht's. Das ist sowas von Geschichte. Blaschivana. Oh Leute, kann mal jemand die Station beschützen? Ich muss erstmal mich beschützen, ansonsten bringt mir das auch nichts. Aber scheiße, noch 1%, das war's. Scheiße! Wieder verkackt.
Mal kleiner mal neu starten.